Fahr mit 17 den Benzer, scheiß mal auf Fußball. Das rappte Millionär 2019 in seinem Song Glitzer. Er hat sich's offensichtlich ein bisschen anders überlegt, denn er gründete den Fußballverein Millionärs Club und geht's in seine erste Saison in der Kreisklasse B2. Sein Team nicht im Gucci-Pulli L, wie es noch 2019 in einem Song hieß, sondern in den schwarzen Trikots von links nach rechts und mit dem viel besseren Start nach 2 Minuten. Ali Duman mit der 1:0-Führung im Duell als Tabellendritter gegen den aktuellen Tabellenführer, dem Harburger SC 2. Und Millionär an der Seitenlinie denkt sich wie schon 2014. Bleib mal locker, Lahn. Guter Start. Der Harburger SC 2 hatte wenig entgegenzusetzen gegen die schiere Power des Millionärs Clubs. Das ist die Möglichkeit über Mohammadi, der legt ihn aber über den Kasten. Kurz darauf Freistoß von den Gästen, die verlieren den Ball und der Millionärs Club ballert los. Über Durguti. Der bringt den Ball auf Ogier Aydin. Aydin macht ihn rein. 2:0 für den Millionärs Club. 34. Spielminute. Ogier Aydin geht an allen vorbei. Frei nach der Devise. Drive-by auf Autopilot. Und somit steht es 2:0 für Millionär und sein Club zur Pause. Rein in den zweiten Durchgang. Die beste Offensive der Liga findet weiterhin den Flow nach vorn. 104 Tore waren es bis hierhin. Das ist Nummer 105. 61. Minute Edon Durguti mit dem 3:0. Der hat Landesliga und sogar schon Oberliga gespielt. Da haben die Millionärs offensichtlich ein bisschen was springen lassen. Frei nach der Devise Ausländer mit Geld, so wie Millionärs Album hieß. Wir sind in Minute 64 und das ist immer noch Ogier Aydin 4:0. Der Millionärs Club demütig den aktuellen Tabellenführer 4:0. Auch das Endresultat und heißt es jetzt volle Fahrt Richtung Aufstieg. Wir haben mit der Mannschaft sehr gut gespielt. Wir haben uns auch gut vorbereitet. Wir harmonieren sehr gut. Wir haben uns langsam gefunden. Die ersten paar Spiele waren nicht so gut. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir das Zeug haben, hier aufzusteigen. Es heißt nur gewinnen, was anderes können wir uns nicht erlauben. Wir sind, glaube ich, jetzt Dritter. Genau, also wir geben unser Bestes und wir wollen aufsteigen, definitiv. 10 Spiele noch zu gehen in dieser Saison, 10 Punkte Rückstand auf den ersten Tabellenplatz. Der Aufstieg wäre definitiv ein Weg in eine Zukunft mit Glitzer.